Erstaunlich stabile Märkte zum Jahresanfang. Man könnte meinen, die Jahresendrallye ist nahtlos in eine Jahresanfangsrallye übergegangen. Wie sollte man sich nun als Privatanleger in diesem Umfeld positionieren? Was tun Fondsmanager? Thomas Metzger ist einer, Manager eines Mischfonds beim Bankhaus Bauer. Ja, wie sieht Ihre Aktienquote aus? Wie sind Sie aufgestellt angesichts dieser Märkte? Vor dem Hintergrund der tatsächlich sehr stabilen Märkte zum Jahresanfang, der DAX bei über 6.000, der kann sich auch stabil auf diesem Niveau halten, sind wir im Moment relativ neutral aufgestellt. Das heißt, 50% des von Ihnen angesprochenen Fonds liegen in Aktienstrategien. Was rechtfertigt unserer Meinung nach eine solche Aktienquote? Wir können uns durchaus vorstellen, dass es noch mal zu einer gewissen Kaderstimmung am Markt kommen kann, wenn die Konjunkturprogramme auslaufen. Aber insbesondere die doch recht erfreulichen Unternehmensergebnisse, aber auch die doch vermehrt aufdrehenden Anzeichen einer konjunkturellen Erholung rechtfertigen unserer Meinung nach eine mindestens neutrale Aktienquote. Wie sieht diese Aktienstruktur im Detail jetzt im Fonds aus? Wir sind lediglich mit ca. 22% direkt in den Aktienmarkt investiert. Der Rest verteilt sich dann auf derivative Strategien, wo wir einfach versuchen, auch an Seitwärtsmärkten zu profitieren, beziehungsweise auch von fallenden Kursen positive Renditebeiträge zu erwirtschaften. Bonusstrategien sind das, glaube ich, und wenn ich richtig informiert bin. Was macht den Reiz dieser Bonusstrategie aus, auch für Sie als Fondsmanager? So ist es. Das sind Bonusstrategien. Das heißt, Privatanleger können diese Strategien in Form von Zertifikaten nachbilden oder kaufen. Wir gehen eben nicht davon aus, dass sich das Tempo des Kursaufschwungs so beibehalten lässt. Es könnten Seitwärtsbewegungen auftreten oder es kann auch zu Korrekturbewegungen am Markt kommen. Und da spielen eben diese Bonus- oder auch Discount-Strategien, diese entsprechenden Zertifikate, ihre Stärke aus. Das heißt, der Privatanleger hat hier die Möglichkeit, über eine entsprechende Auswahl eines solchen Zertifikats durchaus Renditen zu erzielen, die deutlich über dem derzeitigen Festgeldniveau liegen. Und dazu muss der Markt eben lediglich seitwärts laufen. Es dürfen eben nur Kursschwellen, die unterhalb des jetzigen Kursniveaus liegen, nicht unterschritten werden. Aber wir müssen auch dazu sagen, die Bonusstrategien nutzen gar nichts, wenn das sogenannte Underlying nicht funktioniert. Das heißt also, wo setzen Sie Akzente, welche Regionen bevorzugen Sie aktuell? Im Moment bevorzugen wir nach wie vor europäische Aktien, insbesondere europäische Blue Chips. Wo liegen hier die Vorteile unserer Meinung nach? Wir sehen das Bewertungsniveau des europäischen Aktienmarkts nach wie vor als attraktiv an. Gerade im historischen Vergleich liegen wir hier nicht im überbewerteten Rahmen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis heranzieht, dann liegen wir hier noch in einem Bereich, der durchaus Kurszuwächse zulässt. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass in der Krise viele Unternehmen Sparprogramme aufgesetzt haben, Restrukturierungsprogramme aufgesetzt haben. Und die sollte sich dann bei einem Anziehen der weltweiten Konjunktur direkt auf die Gewinne bzw. der Erträge der Unternehmen positiv auswirken. Sie sehen mich erstaunt. Erstaunt insofern, als dass Sie Europa als erstes genannt haben. Viele meiner Gesprächspartner hier am Mikrofon sagen, Schwellenländer, BRIC, das ist das, worauf man setzen sollte. Für Sie kein Thema? Die Emerging Markets sind auch für uns ein Thema. Circa 10% des Aktienblocks des Fonds sind in Emerging Markets investiert. Auch hier der Gedanke oder die Fantasie des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs der Hintergrund. Das heißt, wenn es zu einem weltweiten wirtschaftlichen Aufschwung kommt, dann sind sicherlich die Emerging Markets Favoriten, die hier profitieren können. Die Dynamik ist eben das Stichwort, aber auch die vielen Investorengelder, die derzeit noch an der Seitenlinie parken und auf Investitionsmöglichkeiten warten, werden dann sicherlich auch zum Teil oder zu einem großen Teil in die Emerging Markets fließen können. 50% Aktien, 50% Renten und Bonusstrategien. So ist Thomas Metzger mit seinem Fonds aufgestellt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.